Moin, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter. Ich habe hier mal die Kursverlaufskurve seit Dezember. Moment, das ist, oh, ist Dezember. Und hier, wir können sehen, endlich gibt es wieder eine Erholung. Nicht wahr? Wir haben die letzten Wochen leider viel Tendenz nach unten gehabt. Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, kam vor kurzem, das dürfte erst wenige Stunden her sein. Ich fahre gleich mal hier in der Kurve ein bisschen weiter rein. Da waren wir wieder bei über 40.000 Dollar. Schauen wir mal, das ist von, genau, das ist heute 16 Uhr, war er bei, ja, über 39.000 nach dieser Kurve. Laut btcecho.de war heute das Tageshöchstwert bei, Sekunde, ich schaue mal nach, 40.000 347 Dollar. Aktuell ist der Preis bei 37.736 Dollar. In Euro haben wir da dann 31.989. Ja, auf den Tag ein leichtes Minus. Angeblich, ich weiß es nicht genau. Ich habe ja gestern leider es nicht geschafft, ein Video zu machen. Kam mir was dazwischen. Deswegen kann ich es jetzt nicht mehr so ganz gut nachvollziehen. Auf die Woche haben wir sogar ein Plus von 25%, sehe ich das richtig? Ja. Ja, nicht ganz. 24, 23,4. Und auf den Monat ein Plus von 19. Das ist ja interessant. Da waren wir letztens noch im Minus. Ja gut, da hat sich was verschoben. Denn dieser große Absturz, der liegt jetzt immer weiter zurück. Also es geht wieder aufwärts. Und natürlich muss man noch abwarten, was kommt die nächsten Tage. Aber es sieht im Moment ganz gut aus. Ich bin da recht zuversichtlich, dass es weiter aufwärts gehen wird, aber eventuell muss man noch Rückschläge hinnehmen. Und auch für Tesla ist das ja ein Verlustgeschäft zunächst. Tesla hat ja vor einigen Monaten Bitcoin gekauft in einer relativ großen Menge. Ich weiß jetzt leider nicht die Summe, ich glaube, es waren wohl mehrere Millionen Dollar, die da reingesteckt wurden. Und ja, es ist jetzt niedriger der Preis. Aber wenn es sich jetzt wieder erholt und der Preis wieder höher geht, dann denke ich, wird sich auch der Tesla-Aktienkurs entsprechend wieder anpassen. Die Tesla-Aktie ist ein bisschen abgestürzt. Die Tesla-Gewinne selbst sind höher, glaube ich, sogar ausgefallen als erwartet, hatte ich gesehen. Aber eben durch diesen Bitcoin-Verlust ist die Aktie heute erstmal in den Keller gegangen. Aber gut, das soll uns als Bitcoin-Beobachter nicht so wichtig sein, nicht so sehr interessieren. Der Bitcoin scheint sich im Moment wieder nach oben zu bewegen. Und ja, schauen wir mal die nächsten Tage, wie es weitergeht. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video.